Die DHV-News vom 22. März 2024. Feiertag. Cannabisgesetz im Bundesrat bestätigt. Mit freundlicher Unterstützung von Seeds24, Away Medical und Dirk's Grow Shop. Herzlich willkommen zu diesen hervorragenden DHV-News. Der Bundesrat hat heute über das Cannabisgesetz beraten und beschlossen, den Vermittlungsausschuss nicht anzurufen. Damit hat das Gesetz den Bundesrat ohne weitere Verzögerung passiert und das Gesetz kann Anfang April in Kraft treten. Warum sage ich jetzt Anfang April und nicht zum 1. April? Es gibt noch zwei formale Schritte. Das Gesetz muss noch vom Bundespräsidenten unterschrieben werden und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden. Dafür sind nur noch 4 Tage Zeit, 4 Arbeitstage. Da habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass selbst wenn das Gesetz durch den Bundesrat geht, das noch eine kleine Hürde ist. Und nun scheint es tatsächlich so zu sein, dass der Bundespräsident Steinmeier nächste Woche gar nicht da ist. Irgendwo im Ausland unterwegs, nehme ich an. Auf jeden Fall steht auf der Seite vom Bundesrat, dass er vertreten wird in der Zeit von der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schwesig. Und die ist im Übrigen keine Unterstützerin des Cannabis-Gesetzes. Die hat sich ja auch explizit dagegen ausgesprochen. Es ist nicht ganz sicher, ob sie in dieser kurzen Zeit dieses Gesetz unterschreiben wird. Ich habe da jedenfalls noch keine Bestätigung dazu gesehen. Kann auch sein, dass sie sagt, komm, ich habe genug zu tun als Ministerpräsidentin, soll Steini das machen, wenn er wiederkommt. Theoretisch möglich. Aber dass der Bundespräsident das Gesetz gar nicht unterschreibt, ist schon sehr unwahrscheinlich. Dafür müsste er schon irgendwie die Idee haben, dass das Gesetz verfassungswidrig ist an irgendeiner Stelle. Oder der Entstehungsprozess des Gesetzes irgendwie verfassungswidrig gewesen sein könnte. Dafür gibt es keinerlei Hinweise. Insofern ist das eigentlich keine Hürde mehr. Sehr unwahrscheinlich, dass da nochmal ernsthafte Probleme gibt. Bis auf vielleicht wenige Tage Verzögerung. Also mindestens Anfang April. Vielleicht, wahrscheinlich, aber eben auch tatsächlich der 1. April. Das war heute insofern tatsächlich die letzte Hürde für dieses Gesetz. Ich habe hier in den News vor 2,5 Jahren schon gesagt oder bin gefragt worden, ja, ob wir beim DHV die Sektkorken knallen lassen. Da war jetzt gerade der erste Leak veröffentlicht worden, dass die Legalisierung von Cannabis im Koalitionsvertrag drinstehen könnte. Und ich habe in den News da rundherum um diesen Koalitionsvertrag dann, ich glaube, mehrfach erzählt, ja, was ich den Journalisten da geantwortet habe, nämlich: Wann sollen wir denn jetzt genau feiern? Sollen wir feiern, wenn dieser Leak bestätigt wird und diese Legalisierung tatsächlich im Koalitionsvertrag auftaucht? Sollen wir feiern, wenn der Bundestag dieses Gesetz beschlossen hat? Sollen wir feiern, wenn der Bundesrat das Gesetz beschlossen hat? Sollen wir feiern, wenn der Bundespräsident das unterschrieben hat? Oder wenn es im Bundesgesetzblatt veröffentlicht ist, wenn es in Kraft tritt? Ja, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Feiern? Und Leute, heute ist der richtige Zeitpunkt zum Feiern, denn heute ist, wie gesagt, die letzte ernsthafte Hürde gefallen. Der Rest ist jetzt wirklich Formalität. Da ist nicht mehr mit irgendwelchen Problemen zu rechnen. Ja, insofern hat diese News-Ausgabe wirklich mal einen richtigen Feiertitel. Und wir feiern richtig. Ja, also hier auch im Team ist Feierstimmung ausgebrochen. Berechtigterweise auch da draußen im Netz. Ja, alle sind am Feiern. Wir haben gewonnen. Ja, gegen massive Widerstände haben wir es geschafft, dieses Gesetz nach Hause zu bringen. Jetzt muss man natürlich sagen, bei aller Feierei, dass das nicht das Gesetz ist, das ursprünglich im Koalitionsvertrag angekündigt und versprochen worden ist. Da war ja die Rede von einer wirklichen Legalisierung mit Fachgeschäften für Erwachsene, wo letztendlich jeder letztendlich im Laden geprüfte Qualität zum vernünftigen Preis hätte kaufen können. Soweit ist bis jetzt jedenfalls nicht gekommen. Wir haben eine abgespeckte Version. Aber ab Anfang April werden wir mit 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit unterwegs sein dürfen, vollkommen legal. Wir werden zu Hause bis zu 50 Gramm Cannabis lagern dürfen, vollkommen legal. Keine Straftat, keine Ordnungswidrigkeit, einfach legal. Wir werden bis zu 3 Hanfpflanzen zum Eigenverbrauch anbauen dürfen, vollkommen legal. Und ab dem 1.7. werden Anbauclubs eine Betriebsgenehmigung beantragen können. Das ist ein riesiger Schritt in die richtige Richtung und Deutschland setzt sich damit an die Speerspitze der europäischen Cannabis-Reformbewegung. Das ist eine Geschichte, die hätte vor 3 Jahren sich niemand träumen lassen können, als wir noch eine Merkel-Regierung hatten, CDU geführt, ja, dass wir in doch einigermaßen überschaubarer Zeit einen solchen Erfolg gemeinsam feiern dürfen.
Und wir haben das alle gemeinsam erreicht. Ja, wir haben uns zwar auch beim Handverband hier irgendwie ein Bein ausgerissen, da hinzukommen, aber das Wichtigste an unserer Arbeit war eigentlich, die Energie tausender und tausender von Menschen da draußen, von euch in die richtige Richtung zu lenken, euch zu animieren und euch zu ermöglichen, ganz einfache, schlagkräftige Protestaktionen mitzumachen, wie unsere E-Mail-Aktionen oder eben auch, wie ihr euch selber auch kreativ und in Eigenregie an die Politiker gewandt habt, Telefon, E-Mail, alles, die ganzen sozialen Netzwerke waren voll mit dem Thema. Und wir sind zwar nicht besonders viele auf der Straße, wenn es um Demo geht, aber im Internet gehört der Weedmob zur stärksten Community, die es überhaupt gibt. Ja, da habe ich also auch wirklich viel Feedback bekommen, auch aus dem politischen Raum, dass wir enorm gut mobilisieren können. Ja, das haben die so noch nie erlebt mit diesen E-Mail-Geschichten, ja, die ja auch nicht jetzt mit irgendwelchen Robotern ausgeführt wurden, wie das die Bild-Zeitung immer mal versucht hat, uns zu unterstellen, ja, Cyberattacke oder was gegen Landtage. Sondern ja, es war ja echter menschlicher Protest und das ist auch so angekommen. Und ein bisschen unfreiwillig haben uns auf den letzten Metern auch die Gegner des Cannabis-Gesetzes geholfen. Ganz konkret eine Äußerung von Herrn Kretschmer, der Ministerpräsident von Sachsen, der gesagt hat, dieses Cannabis-Gesetz soll den Vermittlungsausschuss niemals wieder verlassen. Ja, das soll da beerdigt werden quasi und totgeredet werden bis zur nächsten Wahl, dass also überhaupt keine Reform kommen kann. Ja, da hat er offiziell so gesagt, er will im Prinzip das ganze Gesetz verhindern. Während die Grünen ja alle gesagt haben, sie wollen nur eine kleine zeitliche Verzögerung, um den Staatsanwälten da irgendwie nachzukommen mit ihrer Forderung. Und das hat eben den Grünen auch klar gemacht, wenn wir jetzt hier deswegen den Vermittlungsausschuss anrufen und nur ein bisschen Verschiebung wollen, laufen wir Gefahr, dass wir das Ganze, den Prozess nicht mehr in der Hand haben und irgendwelche Unionspolitiker dafür sorgen werden, dass das auf ewig verhungert im Vermittlungsausschuss und da am Ende gar nichts mehr rauskommt. Insofern hat uns das auch geholfen, diese drastische Äußerung der Gegner, hat auch in Medien zu viel Diskussion geführt, ob das demokratietechnisch überhaupt in Ordnung ist, so eine Aussage oder so ein Verhalten. Ja, und ob das, dann haben sie auch CDU-Politiker dagegen gewehrt, ja, und alle möglichen Leute haben gesagt, ja, das geht aber gar nicht, so ein Gesetz da verhungern zu lassen. Aber so oder so, das hat allen nochmal klar gemacht, welches Risiko sie eingehen, wenn sie, warum auch immer, mit welcher Begründung auch immer, den Vermittlungsausschuss anrufen. Am Ende haben nur 4 Bundesländer für die Anrufung des Vermittlungsausschusses gestimmt. Das waren Bayern, Saarland, Brandenburg und Baden-Württemberg. Bei Bayern hätte man damit auch rechnen können. Ja, das einzige Land, was wirklich gnadenlos schwarz regiert ist, zusammen mit den Freien Wählern, aber jedenfalls nicht zusammen mit einer Ampelpartei in der Koalition. Saarland ist das einzige Land, was nur Rot-SPD-Alleinregierung ist und geführt wird von der SPD. Insofern enttäuschend beim Saarland. Und Brandenburg und Baden-Württemberg waren die einzigen beiden Länder mit Grünen in der Regierung. Das ist natürlich erbärmlich für die Grünen in diesen Bundesländern. Brandenburg und Baden-Württemberg, in beiden Ländern hätten die da auch denn dieses Ja zum Vermittlungsausschuss verhindern können. Aber immerhin haben sich die Grünen in den ganzen anderen Bundesländern umentschieden. Ja, am Anfang haben die alle grünen Länder gesagt, oder die Grünen in Regierungsbeteiligung gesagt, wir wollen die Verschiebung. Und auch diejenigen, bei denen grüne Justizminister ursprünglich die Verschiebung ausdrücklich gefordert haben und das vorangetrieben haben, NRW, Hamburg, auch die haben sich jetzt enthalten. Da haben dann die Grünen tatsächlich ihre eigenen Justizminister wieder eingefangen, ja, und gesagt, ja, gut und schön, ja, aber das können wir jetzt nicht bringen. Ja, weil eben die Community so gut organisiert ist und so viel Gegenwind gibt, ja, das können wir einfach nicht machen. Da verlieren wir zu viele Wähler, das müssen wir anders machen. Ja, zum Beispiel auch in Niedersachsen konnten die Grünen am Ende offenbar die sehr cannabiskritische SPD aufhalten und eben auch Niedersachsen zur Enthaltung bewegen. Und ein Bundesland, nämlich Kretschmanns Bundesland, der gesagt hat, er will das Cannabis-Gesetz vernichten im Vermittlungsausschuss, hat ungültig abgestimmt, weil der Kretschmar heißt er, es nicht über sich gebracht hat, die Enthaltung mitzumachen, die Koalitionspartner gefordert haben. Ja, ziemlich ungewöhnlich normalerweise, wenn ein Koalitionspartner sagt, wir stimmen nicht zu, dann wird sich halt enthalten. Normale Usus, normales Vorgehen, aber Kretschmar musste unbedingt sagen, ich will aber den Vermittlungsausschuss. Und damit war die Stimme ungültig, weil ein Bundesland mit einer einheitlichen Stimme in den Bundesrat gehen muss. Wenn das nicht der Fall ist, ist die Stimme halt ungültig. Es gab noch ein paar Wortmeldungen im Bundesrat
vor allem von Gegnern der Reform. Das war eigentlich ganz lustig, weil da lauter Leute dann auch waren, deren Bundesländer sich enthalten haben, ja, und die trotzdem nochmal unbedingt sagen wollten, warum das Gesetz ganz schrecklich ist und warum es das völlig irgendwie in den Abgrund führen wird. Ja, da waren ein paar wirklich, jetzt nach mit dem Ergebnis jedenfalls, was am Ende bei rausgekommen ist, kann man das eigentlich ganz witzig finden, was die Leute da teilweise noch vorgetragen haben. Ich verlinke das in der Videobeschreibung. Ich muss gleich nochmal gucken, ja, dass ich den Link finde zu den ganzen Videos. Könnt ihr euch nochmal selbst angucken. Eine Parade von ewig gestrigen, ja, die Stimmen des letzten Jahrtausends, die da nochmal irgendwie ein letztes Jammern irgendwie rüberbringen wollten, teilweise wirklich in weinerlichem Ton, ja, das war wirklich irgendwie ulkig. Und wir zeigen euch nur einen davon, nämlich jenen Herrn Kretschmer, Ministerpräsident von Sachsen, der eigentlich das ganze Gesetz vernichten wollte und der dann letztendlich eine ungültige Stimme seines Bundeslandes abgeben musste. Der war den Tränen nahe, während der völligen Unsinn erzählte. Ich habe in Großschweignitz im sächsischen Fachkrankenhaus für Psychiatrie Menschen gesehen, deren einziger Inhalt am Ende nach, nicht Cannabis, aber mit Cannabis hat es begonnen, am Ende war es Crystal Meth, eine furchtbare Droge, und die aktuellen Zahlen sind ja auch dramatisch, wie diese Teufelsdroge weiter Deutschland und Europa flutet, nur noch damit beschäftigt waren, das Wasser von einem Glas in das andere mit einem Löffel umzufüllen und, wenn sie damit fertig waren, das anders zu machen. Und in Weißwasser in meiner Oberlausitzer Heimat Menschen getroffen haben, die den Tag damit beschäftigt waren, mit einem Hammer eine Gipskartonplatte klein zu schlagen, damit sie den Tag beschäftigt sind. Und alles hat mit einfachen Drogen begonnen. Alles hat irgendwo einen Beginn. Noch ein paar Worte zu den diversen Aktionen der vergangenen Wochen. Erstmal zu den Mail-Aktionen, was sicherlich unser mächtigstes Tool war. Da wurden insgesamt über 160.000 E-Mails allein über unsere Aktionen verschickt, wo wir selber dann ja eine Kopie von erhalten haben, sodass wir die zählen konnten, wie viele, bei welchem Bundesland und so weiter. Über 160.000 Mails von euch, ja, von Leuten, die wir haben ja nicht selber generiert, sondern nur im Prinzip euch dieses Tool zur Verfügung gestellt, dass ihr da leicht mitmachen könnt. Insofern vor allen Dingen mal Dank an alle, die da mitgemacht haben und auch bei allen sonstigen Aktionen. Ja, das Ganze war wirklich eine Gemeinschaftsanstrengung und ein gemeinschaftlicher Erfolg. Dazu kamen auch weitere Plattformen, über die E-Mails verschickt worden sind und zig individuell verschickte Mails, die wir natürlich nicht gesehen haben, nicht zählen konnten. Aber ich weiß zumindest von vielen, dass sie eben auch selbstständig dann irgendwas formuliert haben und auch an andere Politiker geschickt haben, als jetzt wir da vorgeschlagen haben bei unseren Mailaktionen. Außerdem massive Meinungsäußerungen in den sozialen Netzwerken, auf allen Kanälen, auf allen Profilen von Politikern, von Parteien, von Fraktionen. Das war wirklich beeindruckend, wie mir auch vielfach bestätigt wurde. Ja. Da, also teilweise habe ich dann so Sachen gehört, wie plötzlich wurde in der Fraktion die ganze Woche über nichts anderes mehr diskutiert als über das Cannabis-Gesetz und wie man da jetzt irgendwie mit umgeht und so weiter mit den ganzen Protesten. Und wir haben heute alle laufenden E-Mail-Aktionen beendet, weil wir gewonnen haben, ja, und jetzt macht das ja auch keinen Sinn mehr, ja, die haben ja auf uns gehört, ja, sollen sie mal wieder ihre Ruhe haben, ein bisschen was sich mit den anderen Themen beschäftigen in den Landtagen. War höchst erfolgreich, aber jetzt ist eben erstmal vorbei damit. Wobei wir natürlich weitere Themen angehen, dazu gleich nochmal mehr, aber eben mit Thema Bundesrat sind wir jetzt durch. Online-Werbung haben wir noch gemacht. Auch wieder, um die Leute aufzufordern, den Parteien ihre Meinung zu sagen, in den sozialen Netzwerken, aber eben auch mit unserer E-Mail-Aktion. Da haben wir auf Meta, also Facebook und Instagram, dafür geworben und dabei insgesamt fast 500.000 Leute erreicht, eben auch mit bezahlter Reichweite, überwiegend Leute außerhalb der Bubble, die wir selber sowieso mit großer Reichweite erreichen. Auch die Demos am vergangenen Wochenende haben wir online beworben, in der jeweiligen Region plus 100 Kilometer um die jeweiligen Städte drumherum und haben auch damit insgesamt 260.000 Leute erreicht. Bei den Demos selbst, die größte war in Düsseldorf, organisiert von der Ortsgruppe Düsseldorf und von der Ortsgruppe Bergisch Land des Handverbands zusammen mit dem CSC Düsseldorf und einem relativ großen Netzwerk von verschiedenen anderen Gruppen, CSCs, Aktivisten und so weiter. Unsere Ortsgruppe Dortmund zum Beispiel war auch mit am Start da. Und unter anderem auch Richter Müller und der Berliner Aktivist Steffen Geier, also prominent besetzte Demo in Düsseldorf und eben auch die größte Demo. Ich denke, ihr seht auch gerade Bilder davon hier im Hintergrund. Außerdem haben wir Demo-Bilder aus Freiburg. Das war auch beeindruckend, gute Stimmung, nicht ganz so groß, aber
Ich habe vor allen Dingen ein Video gesehen, ja, was irgendwo zwischen beeindruckend und erschreckend auch war, wo eine grüne Rednerin gesprochen hat. Die ist so ausgebuht worden und so hat so massiven Gegenwind bekommen da auf der Demo, dass sie die Rede mittendrin abbrechen musste. Ja, war nicht sinnvoll, da weiter zu sprechen. Und es gab auch nichts mehr zu sagen, nachdem die gesagt hat, dass sie jetzt dafür ist, das Cannabis-Gesetz zum 1.10. zu verschieben und irgendwie wegen der hohen THC-Werte, ihr wisst ja und so, ja, waren natürlich alle total aufgebracht und haben die da irgendwie zusammengeschrien. Eigentlich eine Sache, ja, die einem ein bisschen mit Gruseln irgendwie auch so in den Nacken treibt, ja, wo man denkt, so Bauernproteste oder was, ja, die kommen gar nicht mehr zum Sprechen da. Aber in dem Fall, was will man weiter sagen? Die wollte die Verschiebung, ja, und die Demo war ja ausdrücklich gegen die Verschiebung. Da gibt es dann auch nichts mehr zu sagen. Ja, da kann es auch aufhören zu sprechen letztendlich. Und das Feedback war eindeutig das, was die Frau gebraucht hat und was die Grünen da gebraucht haben. Was will man sonst dazu noch sagen, außer massiv protestieren? Von Dresden, da war auch noch eine Demo, da habe ich leider noch keine Bilder gesehen. In Mainz war ich selber dabei, auch eine kleinere Demo, hat aber Spaß gemacht, Stimmung war gut. Ich habe noch kein Video von meiner Rede da gesehen, vielleicht stellen wir das irgendwann mal nochmal als historisches Dokument online, aber ist natürlich jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen veraltet. Egal, auf jeden Fall war das auch eine nette Demo und die meisten Demos waren ja auch erfolgreich, ja, in den Bundesländern, wo die stattgefunden haben, außer Baden-Württemberg und die Demo in Freiburg, nämlich Düsseldorf in NRW. NRW hat sich enthalten, obwohl das ursprünglich nicht abzusehen war. Rheinland-Pfalz hat sich enthalten, obwohl ursprünglich mehrere Minister gesagt haben, Rheinland-Pfalz würde den Vermittlungsausschuss anrufen, war am Ende nicht der Fall. Sachsen habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, Demo in Dresden, auch da Enthaltung anstatt Zustimmung zum Vermittlungsausschuss. Ansonsten natürlich hat jede Menge Medienarbeit hier noch stattgefunden. Ich habe selbst andauernd Interviews gegeben, Hintergrundgespräche. Ja, man sieht nicht alles in Medien letztendlich, was so an Gesprächen läuft. Manchmal war es auch einfach nur die Vermittlung von bestimmten Gesprächspartnern. In ID Kontrast hatte ich zum Beispiel noch einen ulkigen Auftritt, wo ich da diese 100 Meter abgeschritten bin, von wegen, ja, hier ungefähr ist jetzt die Grenze, da darf ich konsumieren, da nicht. Das war auch noch ganz witzig, ja, aber eben auch etliche Dinge in Kritik dieses Vermittlungsausschusses und welche Gefahr da drin steckt und wie wütend wir auf die Grünen sind, ja, dass sie das überhaupt nur in Erwägung ziehen. Das gehört natürlich auch dazu. Große Reichweite auch da natürlich. Dann gab es auch Plakataktionen von Leuten, die ihren Namen da nicht draufgeschrieben haben. Ähnlich wie im Januar rund um die SPD-Parteizentrale in Berlin gab es diesmal solche Plakate in Düsseldorf. Rund um die Parteizentrale der Grünen, wo auch die Grünen ganz konkret angesprochen wurden und auch nochmal gesagt wurde, sagt den Grünen eure Meinung. Und auch in Stuttgart, nachdem da auch nochmal ganz klar die Grünen gesagt haben, der Sozialminister Lucha und der Ministerpräsident Kretschmann, sie wollen den Vermittlungsausschuss anrufen, sind auch da Protestplakate aufgetaucht, um dagegen zu protestieren. Zum Schluss noch ein Hinweis an euch alle. Ja, also dieses Gesetz ist noch nicht in Kraft. Es ist noch nicht erlaubt, Cannabis zu besitzen. Und man muss noch mit der Einleitung von Strafverfahren rechnen, wenn man jetzt in der Öffentlichkeit konsumiert, wenn die Polizei einen dabei erwischt. Und insbesondere die Polizei in Bayern hat es auch schon angekündigt, dass sie bis zum letzten Tag der Gültigkeit des alten Verbotsgesetzes das auch anwenden wollen und durchsetzen werden. Also bis mindestens Ende März wird die Polizei jeden anzeigen, der irgendwie in Bayern beim Besitz erwischt wird von Cannabis und natürlich jeden kontrollieren wird, der beim Konsum von Cannabis irgendwie gesehen wird. Und das kann euch auch in allen anderen Bundesländern passieren. Also das nur noch mit auf den Weg gegeben, auch wenn dann vermutlich die Verfahren alle eingestellt werden nach Inkrafttreten des Gesetzes. Passt ein bisschen auf, treibt es nicht so doll mit der Feierei. Einen Punkt aus dem Ortsgruppenfunk habe ich noch. Die meisten Ortsgruppengeschichten, die uns diese Woche gemeldet wurden, habe ich jetzt schon erwähnt im Zusammenhang mit den Demos. Aber es gab noch eine Geschichte. Der Ortsgruppensprecher aus Rhein-Neckar, Christoph Lehner, war zu einer Besprechung mit dem Projektleiter für die CSC-Aufsichtsbehörde im Landesamt für Soziales, Jugend und bla 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 in Rheinland-Pfalz. Also da sind jetzt dabei, diese Behörde aufzubauen, die für die Genehmigungen und Begutachtung der Anbauclubs zuständig ist.
Und ja, das ist da dann wohl auch eine Landesbehörde, die da geplant ist für diese Aufsicht. Keine kommunalen Behörden, auch das ist ja bei den meisten Bundesländern noch gar nicht klar. Ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ja, aber ist auch wieder ein interessanter Punkt, was Ortsgruppen so alles tun beim Handverband. Und nach wie vor macht es Sinn, mitzumachen beim Handverband, denn wir haben natürlich noch ein bisschen was zu tun. Wir haben natürlich als nächstes vor, die Führerschein-Thematik anzugehen. Wissing sollte jetzt bald einen neuen THC-Grenzwert vorschlagen. Wenn nicht, wird er mit uns zu tun bekommen. Ja, den brauchen wir, den neuen Grenzwert. Wir werden das Cannabis-Gesetz, wie es jetzt verabschiedet worden ist, auseinandernehmen mit allen möglichen Problemen, die das hat. Die politische Diskussion weiter darum befördern, das sinnvoll zu verändern und Prozesse zu führen, da wo im Graubereich Leute angeklagt werden, wo sie nicht angeklagt gehören, ja, wo eine Ausdifferenzierung, Definierung dieses Gesetzes braucht. Und natürlich werden wir für Säule 2 kämpfen. Also dieses Projekt der kommunalen Modellprojekte, der Regulierung des Marktes vom Anbau bis zum Verkauf in Cannabis-Fachgeschäften für Erwachsene. Mal sehen, ob wir das auch noch hinkriegen in dieser Legislaturperiode, wie versprochen von Karl Lauterbach. Davon hat er nicht mehr geredet heute im Bundesrat, da müssen wir ihn dran erinnern. Dann kommen wir zu den Terminen, Ortsgruppen. Wie gesagt, Mitarbeit lohnt sich nach wie vor in Regensburg. Öffentliches Treffen der Ortsgruppe am 23.03. In Magdeburg trifft sich die Gruppe am 25.03. In Halle geht es um die Organisation des Global Marihuana Marsches am 27.03. Und nochmal in Halle gibt es eine Aktion zum Ehrentag des Unkrauts. Keine Pflanze ist illegal. 28.03. Zweimal hintereinander in Halle. In Leipzig gibt es eine Demo für die konsequente Entkriminalisierung von THC am 1.04. In Heidelberg eine Teamsitzung der Ortsgruppe Rhein-Neckar. Das war's. Feiert dieses Video, feiert den Kanal, feiert die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.